So, und weiter geht's hier. Was ist hier los? Ich glaube, ich bin am Flugzeug. Dima stand da gerade. Wir spielen mit Dima weiter. Okay, also bei den Russen jetzt. Okay, ja, was auch immer du sagst. Irgendwie haben wir hier gerade so einen Körper. Atemmasken, Schutzhelm, also so ein Fallschirmspringerhelm. Fallschirm sah es auch auf dem Rücken. Also es sah so nach Fallschirm aus, auch da hinten drauf. Ja, ich glaube, rotes Licht, ja, ich glaube, das ist relativ eindeutig. Ich glaube, wir werden gleich springen. Tja, gut, runter mit der Plattform. Ja, eindeutig, definitiv. Ja, da beschlägt schon leicht die Maske. Niemals. Okay, ich habe keine Ahnung, was du gerade erzählst. Ich höre auch gar nicht so richtig zu, aber irgendwas mit Amerikanern und Kafarov. Achso, die dürfen von dem nicht erfahren. Ja, okay. Wir springen einfach mal. Genau. Wunderbar. So, und über Festluft. Halt, Kleinmund. Da fällt mir gerade was ein. Ich muss noch was einstellen. Das hatte ich letztes Mal ausgestellt. Und ich möchte gerne sehen, wenn denn dann... wir machen mal ohne Sound, ne? Oder mit Sound? Ach doch, ich möchte mit Sound haben, aber ohne Video. So, genau. Weil ich möchte ja sehen, wenn Erfolge kommen. So, wunderbärchenhaft. Und ab geht's. Ja! Verdammt. Ah, ich finde diese Musik so cool, wenn die wieder kommt. Und es sieht einfach auch noch geil aus. Und ich bin so gespannt, wenn dann jetzt Ende dieser Woche... Boah, ich bin so mega geierig drauf. Deshalb, ich hoffe, dass wir das jetzt noch durchschaffen. Ich werde vielleicht dann das ein oder andere die Folge noch ein bisschen länger machen, damit wir es auf jeden Fall bis einschließlich halt Ende dieser Woche schaffen. Vielleicht dann Samstag, Sonntag noch Doppelfolgen bringen zur Not. Hauptsache, wir schaffen das diese Woche, weil nächste Woche Montag geht es direkt los mit Battlefield 4, ne? Auf der Xbox One, wie gesagt. Nicht irgendwie auf einer alten Konsole. Ne. Wir werden uns das auf der Next Generation reinziehen in voller Grafikpower bis zum Erbrechen. Ja. Ja, okay, wenn du das sagst, ist das so. Ja, ich würde auch gerne. Muss ich jetzt was drücken oder? Ach, er macht das automatisch. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, jo. Hätten wir nicht näher ran da irgendwie landen können? So. Jetzt müssen wir unsere Sachen suchen, ne? Ja, aber wir haben ja so ein Nachschubding gehabt. Ich renne einfach mal hinterher. Wir haben immer noch die Maske auf, glaube ich, ne? Vom Atmen her würde ich sagen, ja. Okay. Ja klar, können wir versuchen. So, ich hol's einfach mal drauf. Ich habe glaube ich keinen erwischt so wirklich, ne? Verdammte Axt. Boah, was? Hier mit Schrotflint und so. Eieiei, leck mich fett, ey. Gibt's denn sowas? Ich habe auch leider keine... Also ich habe keine Granaten, aber warum konnte ich eben keine schmeißen? Ich habe doch welche. Warum zeigt ihr mir Handgranaten an, die ich nicht benutzen kann? Verstehe ich nicht so ganz. Oh. Schnelldeckung. Oh, das war nicht so gut. Also ich verstehe es nicht, warum wir Handgranaten haben, aber es nicht einsetzen können. Das ist ein bisschen... unverständlich gerade. Wir werden ja garantiert das gleich nochmal versuchen. Da gibt es auch garantiert eine plausible Erklärung für, warum die angezeigt werden. Vielleicht, weil ich mich geirrt habe und sie sind gar nicht wirklich da. Das kann natürlich auch sein, ne? Mal wieder so, hallo, sie... da steht 0. Ja, okay, ich gebe es zu. Es gibt anscheinend keine Granaten, dafür Ruckler inklusive. Wo rennst du denn jetzt hin? Patrouille, ja, ich renne mal mit ihm hier mit. Uns anschleichen, ja? Da sind auch ein paar. So, ich glaube, zwei habe ich, jetzt seid ihr dran. Ich kann nicht mehr, ich bin verletzt. Ihr könnt die platt machen, ne? Schafft sie das? Die schafft das, oder? Da holst du auf irgendwas drauf, aber ich sehe den Typen nicht. Ich muss auf eine andere Position gehen. Irgendwie. Weiß gar nicht. Was ist denn jetzt hier los? Was war denn das gerade für ein Geräusch? Boah, hier, komm, nimm das. Boah, der hat mich Schrotflinte, der streut wieder ganz schön, ne? Ach du Scheiße, wie kann man denn so eine Schrotflinte haben? Hier, nimm das!
unendlicher Wicht. Weil ich schmeiße auch mit Granaten und allem. Die beiden Typen sind jetzt auch nicht gerade die Hilfe, die ich erwartet habe. Sehe ich hier irgendwas? Natürlich doof mit den Waffen hier, ne? So ein bisschen. Einfach mal so reinholzen, das sieht auch schon. Ich sehe echt nichts, ey. Ich kann da einfach nur so drauf knallen die ganze Zeit. Naja, egal. Gucken hier, wir nehmen. So. Habe ich jetzt irgendwie. Achso, hier mit B. Mit B, genau. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich meine ganzen Waffen und alles und meine Handgranaten. Wunderbar. Hat er gerade gespeichert? Nee, ne? Oh, halt, warte. Oh, ist eine schöne Waffe. Sehr gut. Damit kannst du auch nochmal wem wehtun, ey. Wo diese Schrotflinte mich ja auch eben interessiert, die da lag, ne? Dahinter ist einer. Ja, ich glaube, ich habe ihn. Ja, wunderbar. Hab alle. Sehr schön, wir können weitergehen. Los. Ich hoffe, der Truck ist jetzt nicht zu durchlöchert. Wer fährt? Darf ich fahren? Oh komm, bitte lass mich fahren. Das Ding sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Okay, ich ahne schon. Ich muss nach hinten. Ich darf noch nicht mal vorne sitzen, ja. Bin ich jetzt irgendwie nicht so begeistert von. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich frage mich jetzt, wer dieser andere Typ ist. Da vorne rechts. Weil das kann ja kaum unser Kumpel sein, denn der ist ja tot, ne? Oder ist das vorher gewesen? Nee, kann ja nicht vorher gewesen sein. Das muss ja danach gewesen sein. Nach dieser Sache in Paris. Окна затемнены. Ну чего ты ждешь? Я подумал, что мы патруль сразу пропустит нас через ворота. Не рассчитывай на это. О, das ist jetzt hier nur so eine Rückblende, der Rückblende, die dann eigentlich wieder in der Zukunft spielt. Weil links, das ist ja unser Kumpel, mit dem wir auch in Paris waren, ne? Der auch überlebt hat mit. Oder zumindest eventuell. Eigentlich nicht, weil, nee, stimmt, das ist noch früher, das ist noch vor Paris, weil Paris ist ja erst gerade eben passiert, in dem, zur Zeit des Verhörs, die aktuell ist. Das heißt, das ganze Ding hier war noch, bevor die Nukes entdeckt wurden und wir sie in Paris versucht haben zu finden. Weshalb vorne rechts der Typ, der dann später stirbt bei der Explosion, bei der Bushaltestelle, da aktuell zu diesem Zeitpunkt noch lebt. Das heißt, das Ganze ist zeitlich ein bisschen durcheinander geworfen hier. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir uns die Zwischensequenzen nicht so ganz gönnen. Ja genau, er dreht sich um, das ist er, ne? Ja, ist alles okay. Naja, ich gebe mir schon mal Mühe, ne? Gru will Karpfarov lebendig. Na, das kann ja was werden. Hauptsache, das ist jetzt durch. Scheiße, ich hab kein gutes Gefühl. Ja, los, mach. Verdammte Axt, ey. Wir sind richtig angeschmiert, ey. Hoffentlich geht die Tür hinter uns zu. Weil die paar Typen hier drinnen, die packe ich, ey. Aber draußen diese ganze Armee, die da stand, ey, das wird nix, ne? Das schaffen wir nicht. Ey, hier ist ein Monitor hinten drinnen. Boah, ich kann die Fernseh gucken nebenbei. Ey, Leute, wir bleiben erstmal hier. Ich werde erstmal einen Film gucken, ne? Hier ist viel kuscheliger drin. Also mit Klimaanlage und so und tollem Sound. Und hier Panoramadach. Wow. Hier, komm, nimm das. Ja, hier. Boah, ja, wunderbärchenhaft. Da einfach hier ein Schuss, ein Treffer. Kennt es einer? Bei Rainbow Six Rook's Beer, also damals dem, keine Ahnung wie vierten Teil, auf jeden Fall einem recht alten, da war es so, da gab es ein, gab es später auch noch bei manchen, der Modus nannte sich Einsamer Wolf, das war total geil, ich habe das geliebt, das war dann so alleine auf Terroristenjagd gehen, ja, und dann hatte man meistens, also ich habe meistens immer meine Desert Eagle genommen, weil das war cool, weil das war wirklich so ein Schuss, ein Treffer oder ein Toter, ein, ja. Und, ah, das sind meine Leute, okay. Das heißt, wir werfen dort mit Granaten. Wenn das meine sind, kann ich da hinten einfach hinholzen, ist auch ganz schön. Granatwerfer finde ich jetzt ganz schön. Weil Granatwerfer erleichtern das Leben ungemein, definitiv. Ich bin immer dafür, einen Granatwerfer dabei zu haben. Ui, scheiße. Das war ein bisschen heftig hier mit den Raketenwerfern. Oh. Jungs. Die holzen hier mit Raketenwerfern auf mich drauf. Das ist nicht in Ordnung. Scheiße, ey. Hier vorne sind auch noch welche. Kann ich einer platt machen? Ah. Verdammte Scheiße. Leute. Hallo. Oh, fuck. Ey, die haben mich fast erwischt. Ich muss noch was machen. Verdammt, vor allem, sie sitzen hier überall. Ach,
Ach, du Kacke. Mann, wie willst du die kriegen da oben? So, Granate so hochwerfen? Ist auch scheiße. Ja, das war eine kacke Idee. Ja, ich hasse sowas, wenn das passiert, ja. Das ist so... Mag ich nicht. Ich will an eins durchkommen, ohne sterben. Geht bloß leider bei Shootern immer nicht so ganz. Und vor allen Dingen spielt es sich jedes Mal so ein bisschen anders, weil die Gegner mittlerweile nicht so dumpfe Typen sind, die immer einfach nur komplett gescriptet sind. Klar, hier an dieser Stelle schon, weil die kommen immer wieder gleich an, stellen sich immer wieder die Autos, wobei sie dann immer ein bisschen anders reagieren, in anderen Intervall schießen. Das macht es ein bisschen anders. Ja, bei den Ladebildschirmen gibt es immer so komische Grafikfehler, ne? Ist mir aufgefallen. Ich drehe mich mal kurz so ein bisschen. Boah, nö, aber so nicht. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Halt. So, hier, komm, wir schießen raus. Habe ich alle? Na ja, komm, wir setzen da mal eine Granate hin. So, ja, das war jetzt irgendwie dann doch noch schneller. Aber die Stelle habe ich gehasst, gerade auf diesen, ich sag mal, schwierigsten, also auf schwer, ja, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Da fand ich die extremst belämmert, weil da war das hier, ich weiß gar nicht, wie oft ich die Stelle gemacht habe, bis ich dann mal so mich halbwegs durchgemogelt habe. Das war echt krass gewesen. Nun gut, also drücken wir ein weiteres Mal das glorreiche Knöpfchen. Ja, genau, tun wir das mal. So, gleich hier, komm, ja, jetzt hat er uns mal getroffen. Sehr schön, ich renne dann auch mal hier hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, einfach mal hier das da hingesammelt, genau. Ich hoffe, das Auto fliegt in die Luft. Genau, den hat's erwischt. Ah, nee, den nicht. Warum nicht? Eigentlich rein theoretisch braucht man sich, was die Raketenwerfer angeht, immer nur bei den eigenen Typen hinstellen, ja, bei den Kumpels. Weil da kann nichts passieren. Wow, ja, so ungefähr. Ja, ich glaube, das Auto brennt, genau. Flug mal ein bisschen weiter vor. Ach du Scheiße. Ja, genau. Boah, hier ist ja heftig. Ich krieg mal so ein bisschen, ne? Stört euch nicht dran, ich kriege mal so ein bisschen durch die Gegend. Ihr schafft das schon. Ich suche die Weile nach seltenen Echsen- und Wurmarten. Ja, vielleicht finde ich eine seltene Regenwurmart oder sowas. Ich benenne die dann nach euch ganz tapferlich, ne? Weil ihr so glorreiche Kumpel seid hier, ne? Und ja, genau. Vielleicht finde ich da irgendwie so einen leckeren Tanzapfen, den ich euch nachher zubereite. Dann zeige ich euch ein paar Kniffs und Tricks, wie man das denn machen kann, damit auch ein Tanzapfen schmeckt wie lecker Schweinefleisch, keine Ahnung. Oder Schnitzel. Und dann gucken wir mal. Sind alle tot? Na, die schießen schon wieder auf mich. Leute, das gibt's nicht, ey. Das ist voll nicht fair. Oh, warte mal, hier. Die gehen da lang. Ich krieg mal hier durch. Warum mache ich die ganze Zeit dieses Keine Ahnung, ich glaube aber, ich musste hier durch. Oder konnte zumindest. Man hat hier so ein paar Bewegungsmöglichkeiten. So geringfügig, sage ich mal, ne? Wobei wir merken schon, man kann, wenn man bis zu einem gewissen Punkt kommt, dafür sorgen, dass die CPU dann ausgeschaltet wird von der eigenen CPU, die dann doch so den Kammerjäger macht, was das angeht. So, haben wir den. Ich sammle mal noch eine Granate hier, der Typ nervt mich so ein bisschen. Da ist auch irgendwie noch einer hier. Irgendwer schreit. Sehe ich den? Ja, jetzt habe ich ihn. Rücken die vor? Ja, die rücken vor, das ist schon mal ganz gut. Ah, hier ist eine Villa hier, ne? Da habe ich dich hier geschützt und alles. Ja, hier geht's aber rund, ne? Müssen aufpassen, Leute, glaube ich. 30 Opfer. 30 Stück. Naja. Das ist ganz schön viel, ne? Ich nehme mal das hier, dass ich Schrot finde. Ich mache mal Licht aus. So, ihr geht da lang, ich gehe... nee, hier rum geht's nicht. Gut, dann einfach mal rin da, ne? Ich gehe mal hier lang. Was ist hier los? Okay, hier ist nichts. Achso, okay. Los.
Ja, mach. Achso, ich soll da hinten lang. Okay, gut. Dann von mir aus gehe ich da lang. Das weiß wieder nicht warum. Oh, hier, komm, nimm das. Bam. Kann jemand draufholzen? Nur für den Fall. Ach, jetzt habe ich hier so einen Sniper oder sowas. Ah. Ja, genau. Ich muss jetzt gucken, wo die einzelnen Typen sind. Genau. Oh, ist aber nicht nett hier. Einfach auf mich draufholzen. Ich sollte ihnen da so ein bisschen Deckung geben. So. Genau, hab ich den jetzt endlich mal? Gibt's ja wohl nicht, was hält denn der aus? Also teilweise ist es echt so, da hat man das Gefühl, man schießt gegen so eine unsichtbare Mauer, ne? Das habe ich bei dem Spiel schon öfters gehabt. Ja, nochmal schön Rücken geschossen. Ja, wunderbar. Oh, ich muss schnell mal in Deckung. Da ist oben irgendwo ein Sniper drauf. Genau, da ist einer. Da ist auch einer, genau. Und hier rechts, da habe ich euch auch einen gesehen. Hey, ja, ich bin ja schon dabei, Leute. Setz mich nicht unter Druck. Ach, haben wir den? Weiß ich, glaube, sonst ist keiner weiter, ne? Ich springe einfach hier rüber. Keine Ahnung, was dahinter ist, aber ich bin mal so risikofreudig. Ach, verdammt, jetzt habe ich nur die Schrotflinte. Ich glaube, hier liegen noch Waffen rum. Oder hier, was haben wir hier? Oh, die DAO. Die hat immer nur 3 Schuss, oder? Nee, das kommt ja voll krass an, die hat noch mehr Schuss. Wo nehmen wir hier das fette Ding? Das LMG, ja, Typ 88 LMG. Oh, ist auch nicht schlecht. Komm, wir nehmen das Ding hier mit. Ich will mal große Wummen haben hier. Große Wummen für große Kerle, ne? Ah, jetzt nochmal die DAO, genau. Die DAO wichtig, ich weiß nicht. Ja, schon in Ordnung. Alles klar, alles gut, Jungs. Oh, wunderbar. So muss das sein, ne? So hat Papa Spaß hier. Ah, herrlich. Da kommt Freude auf hier. Ein Killstreak nach dem anderen. Warte, ich gebe euch Deckung. Oh, hier, komm, ja, komm, immer ran da. Und vor allem das Schöne ist, wir haben auch noch so ein Infrarot-Ding. Das heißt, wir sehen die ganze Zeit unsere Gegner. Noch besser, als sie uns sehen. Ja, hat auf jeden Fall Vorteile. Warte. Was hat ihr gehabt? Die Usas? Der hat die Usas gehabt. Die muss ich mitnehmen. Boah, das Ding ist der Hammer, ne? Also das Ding ist krasser als alles andere, was es so gibt. Ich wollte sagen, ich muss garantiert wieder einen anderen Weg gehen. Na gut, dann nehme ich halt die Usas mit. Da habe ich gerade wen gesehen. Ja, ich habe halt die Usas. Und du? Warte mal, hier vorne rechts war noch einer. Ja, keine Chance hier, keine Chance. Können wir wieder Munition aufladen, sehr schön. Kann ich meine Kumpels unterstützen. So, haben wir den. Da sehe ich noch einen. Ja, der hat auch die Ursache. Ja. Ah, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Was? Russische Jets? Die Amerikaner kommen. Das ist nicht gut. Nichts gut, das wollen wir Amerikaner. Ich gehe einfach mal einen anderen Weg, Leute. Ich lasse einfach mal hier lang. Ihr werdet es ganz schön schaffen. Versuche ich da mal zu unterstützen. Ah, sehr schön, aber ja auch noch. Genau, und einfach mal hier reinholzen. Wir sehen schon, mit der, ne? Man kann richtig schnell schießen mit der Schrotflinte und sie hat eine Reichweite, die echt phänomenal ist. So, ja, Granaten noch hinsammeln. Das nachladen lassen. Haben wir alles? Ich glaube ja, ne? Mal, ihr kommt mit. Sehr schön, dann heißt das, wir sind safe. Ich renne einfach mal vor. Wow! Scheiße! Ach, Kacke! Ich hoffe, ich habe da hinten Granate reingesammelt. Ich glaube ja, ne? Ich bin immer ziemlich treffsicher, glaube ich, damit. Ja, sieht gut aus. Die haben alle die Usas. Ist das geil? Dann krieg ich... Oh, ich liebe diese Waffe, ne? Das ist... Oh. Ja. Kiri, los. Granate rein. Der Ringtrick, wenn man so schön sagt, bei dem einen Spiel... Film. Kennt es einer hier? Leon, der Profi. Da heißt es einfach nur der Ringtrick. Ich
Krieg mal kurz, weil das ist mir nur noch ein bisschen zu heikel hier gerade die Situation. Genau. Kurz halt weggefetzt. Da rennt er einfach weg. Wow, da ist noch einer. Einer ist nicht weggerannt. So, den haben wir. Was? Ich habe keine Ahnung, ob noch irgendwer zurückgebüßt. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Ah, schon wieder Raketenwerfer, ne? Und von irgendwo hat schon vorher eine ganze Zeit auf mich draufgerotzt mit so einer Schrotflinte. Ich glaube, das war auch die USAs gewesen. Sehr übel hier. Ein ganz klein wenig, würde ich zumindest sagen. Aber das Haus will ich noch fertig machen, ne? Also bevor wir dieses Haus nicht fertig haben, werden wir diese Folge nicht beenden, würde ich sagen. Also es hört sich jetzt irgendwie so an, so nach dem Motto, so leidenswegmäßig. Ja, so, boah, das müssen wir alles hier zusammen durchstehen und, ach, jetzt muss ich das nochmal kurz machen. Ja, gut, okay. Ich opfere mich dann hier bereitwillig. Hier, komm her, komm her. Du auch da. So, kurz mal reingesammelt. Ach, die sind schon tot. War ich jetzt aber schnell, ne? Muss ich echt sagen. Ja, Teambeschuss für dich toleriert. Wobei ich echt sagen muss, ich habe noch nie was gesehen, dass dabei was passiert, ne? Mit Teambeschuss, dass dann irgendwas gemacht wird. Also bisher habe ich noch keine negativen Konsequenzen gehabt. Weiß auch nicht, was dann genau passieren soll, aber zumindest passiert angeblich irgendwas. Was genau, kann keiner sagen. Mach mal die Tür auf. Naja, los. Granate und dein Rinder. Ja, ja, okay, ich bin ja schon dabei. So, hier ist reingeholzt, genau. Habe ich den? Ich glaube, irgendwer lebt noch. Die holzen hier immer so fleißig drauf. Ah, da hat sie sich bewegt. Habe ich ihn? Okay, gut. Wir können weiter, Leute. Ich bin fertig. Hab ihn. Okay, ich gehe oben lang, ne? Ach, da kommt einer her. Ich wusste es doch. Der war das. Okay. Okay, ich komme alle hier hoch. Teilweise zumindest. Wir müssen mal gucken, dass wir uns ein sicheres Plätzchen suchen. Und von hier aus habe ich noch das fette LMG. Ah, sehr gut. Ja, von dem ist mal kurz ein bisschen rumkriechen. Und versuchen, den einen oder anderen dann Platz zu machen. Ah, ja, der Raketenwerfer, der muss auf jeden Fall gehen. Habe ich den? Sieht dann noch aus, ne? Da links ist noch einer. Der ist auch weg. Ich sehe keinen weiter. Ja, alles sauber, genau. Ah, okay. Oh, 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 da müssen wir uns beeilen, Leute. Da müssen wir uns beeilen. Na los. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Richtig, 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 richtig. Das sag ich doch die ganze Zeit. Ah, ja, schöne Waffen, aber... Nichts ist so schön wie das, was wir haben. Hey, Taschenlampe, genau. Ach, die hat gar keine Taschenlampe, ne? Das Ding hier auch nicht. Wir haben natürlich eine Waffe ohne Taschenlampe erwischt. Ist jetzt auch alles nicht so schlimm. Ah, schön, benutzt ihr mal eure Taschenlampen. Trottel. Ah, ist das schön hier mit Taschenlampen. Naja, nimm mal weiter Taschenlampe und so. Ja, 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 ja. Immer fleißig weiter benutzen. Immer schön, dass man dich sieht. Ah, wunderbar, Ärchen hat. Ah, ich höre jetzt ein bisschen drauf. Wir sehen schon, es ist mit der USAS, es ist relativ leicht Kirschen essen. Es ist einfach halt, man holt ein bisschen drauf. Und hier und da wird man einfach eine Wand weggerissen. Spontan, wenn man sie denn nicht mehr brauchen sollte. Was geht mit der USAS alles? Also die USAS ist ein gutes Heimwerkerstück, ne? Für den Fall der Fälle kann man die auch dafür nutzen. Ah, den einen habe ich nicht erwischt. So, jetzt aber. Ah, ja, auch einiges los, ne? Sieht aus wie ein alter Tresorraum. Okay, wir sollen da lang. Ist der garantiert irgendwo anders lang? Ich weiß es nicht. Achso, wir hören deren Funk ab. Ja, 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 ja. Eieiei, was ist denn hier los? Gut, ich gehe schon hier lang. Ich beeile mich ja schon.
Da, den haben wir. Ich glaube, ich habe es auch im Folge, wenn wir das hier machen. So, das habe ich. Irgendwo ist ja einer. Ich muss nur kurz warten. Klar, Moment. So, das ist noch so krass. Die laufen hier auch oben über die Stege lang. Das ist so das Problem. Ja, da hinten, da haben wir ihn gesehen gerade. Ah, mit seinem Laserpointer blendet er ein. Das habe ich schon im Multiplayer-Gas, ja? Wenn die das gemacht haben. Das war nur voll ätzend. Ja, hier nimm das, komm. Oh, da hinten ist einer. Da hinten ist einer, halt. Granate. Ich leg mich mal kurz hin. So. Ach du Schande, was ist denn hier los, ey? Okay, der ist weg. Ja, damit könnt ihr mich mal. Damit blendet ihr mich nicht, ihr Schweine. Ja, 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 hier, komm her, komm her, komm her. Groß zappeln. Arschlochkekse. Genau, Arschlochkekse. Alles Arschlochkekse hier. Kennt das eine Arschlochkekse? Ich weiß gar nicht, woher ich das denn. Ich habe so komische Ausdrücke, die es irgendwie gar nicht gibt. Ich weiß auch nicht. Da hat er uns erwischt. Oh, verdammt, Axt. Tja, ich glaube, dann werden wir wohl an der Stelle dann doch aufhören für heute. Weil das wird dann doch ein bisschen zu lang dauern. Gut, dann machen wir da einfach morgen weiter. In diesem Sinne, bis morgen. Euer Mr. Zogger.